Majestätisch und königlich, mit unglaublich viel Herzenswärme. Das ist der Löwe im Tierkreis. Und heute zeige ich dir alles zum Löwetuch, was du wissen musst, damit du es nachstricken kannst. Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia und heute geht es um das Löwetuch, was ich hier auch trage. Ich erkläre dir ein bisschen was zum astrologischen Hintergrund und alles, was du zum Stricken wissen musst und würde mich wie immer sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke klickst, dann wirst du auch keins der kommenden Sternzeichen-Videos verpassen. Kommen wir zum Löwe, zum Sternzeichen Löwe. Sie sind königlich, sie gehören auf die Bühne, sie verbreiten unglaublich viel Herzenswärme und bestrahlen alles mit ihrer Kraft. Wenn du nachempfinden möchtest, wie sich Löwen fühlen, dann stell dir einfach vor, du wärst die Sonne. Du wärst die Sonne und stehst im Mittelpunkt unseres Planetensystems und alle anderen Planeten kreisen um dich herum. So fühlen sich Löwen im Mittelpunkt auf der Bühne und alle anderen kreisen um sie. Und du bist einfach nur dazu da, um Wärme zu geben, um großzügig zu sein, um alle mit deinem Licht und deiner Wärme zu bestrahlen. Wenn du jetzt vom Mondzeichen her Löwe bist, dann brauchst du diese Wärme, diese Herzlichkeit in deiner Umgebung, um dich geborgen zu fühlen. Dann bist du ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, bist optimistisch, immer ein bisschen kindlich, verspielt auch und fühlst dich eben am wohlsten, wenn eine Löwe-Atmosphäre herrscht und du deine ganze Warmherzigkeit zeigen kannst. Okay, dann komme ich mal zum Tuch, welches ihr hier im Hintergrund seht. Diese gelb-rote Farbe, die gibt es nicht mehr, weshalb ich es mir auch nochmal nachgestrickt habe. Und dieses Foto hinten war vom Fotoshoot von Franzi und mir. Und ihr erkennt die Rippen und dass es zwei unterschiedliche Rippen sind, aber sehr viel mehr nicht. Deshalb breite ich es euch hier nochmal aus, damit ihr die Form erkennen könnt. Die ist nämlich dreieckig. So sieht die aus und es hat eine richtig schöne Größe und durch die Rippen fällt es wunderbar. Man kann es toll wickeln. Und ihr habt zwei verschiedene Rippenmuster. Hier unten geht es los mit dem Maschenanschlag. Erklärungen kommen natürlich noch. Und dann geht es erstmal mit Längsrippen los und Zunahmen, sodass sich das Tuch ständig verbreitert, 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 bis ihr hier angelangt seid in der Mitte. Dann strickt ihr mit Querrippen weiter. Und nehmt ab, gegenläufig, bis ihr dann wieder am Ende angelangt seid und wenn ihr nur noch 5 oder 3 Maschen auf der Nadel habt, wieder abketten könnt. Und durch diese zwei unterschiedlichen Rippenmuster ist das Tuch sehr interessant zu stricken, kurzweilig. Ihr müsst nicht so ein ganzes Tuch im gleichen Muster stricken. Und es gibt eine interessante Licht-Schatten-Wirkung. Und je nachdem, welche Wolle ihr benutzt, wir haben eine handgefärbte Sockenwolle, zu der ich noch komme, bekommt ihr auch sehr schöne Farbmusterungen. Ist also ein reizvolles Muster, welches stricktechnisch und auch optisch viel hergibt. Und ihr braucht 200 Gramm Araucania Huasco Sock. Das sind 2 Stränge, also jeder Strang hat 100 Gramm. Ihr braucht eine Rundstricknadel von 3,5,
außer ihr strickt sehr fest, dann könnt ihr auch 4 oder sogar 4,5 nehmen. Strickt ihr super locker, könnt ihr es auch mal mit einer Dreier versuchen. 80 cm Länge reicht. Unsere Maschenprobe beträgt 28 Maschen und 32 Reihen. Aber ihr wisst ja, beim Tuch, das darf man nicht so eng sehen. Ihr könnt auch drüber oder drunter liegen, je nachdem, wie euch das Gestrick gefällt. Wenn ihr aber unsere Maschenprobe nehmt, also von 28 Maschen auf 10 cm, dann erreicht ihr ungefähr eine Länge von 2,40 m an der breitesten Stelle von 45 cm. Die Wolle, die wir genommen haben, ist die Araucania Huasco Sock. Das Blau vom Tuch ist diese Farbe, die 1025 Laguna Grande. Und die Huasco Sock ist eine Sockenwolle, hört sich erstmal nicht so spektakulär an, Sockenwolle, aber vielleicht wissen einige von euch, das ergibt die schönsten Tücher, ist unglaublich weich, sie ist super wash, das heißt, ihr könnt die auch vorsichtig in der Waschmaschine waschen und sie ist handbemalt. Das ist was ganz, ganz Besonderes und genauso muss man es sich auch vorstellen, die Stränge werden ausgebreitet und wirklich mit der Hand bemalt. Hier haben wir so ein ganz schrilles Ding mit ein bisschen Neon mit drin. Das ist die 1024. Es gibt sehr schöne rot-lila Töne. 1026. Und hier nochmal auch so ein bisschen neonmäßiger grün mit gelben Neonstippen. Das ist die 1020. Nur zum Beispiel. Und auch wenn die Stränge hier so aussehen, als würden sie Streifen bilden, sind sie doch im Strickbild meliert. Socken, man kann tatsächlich auch Socken daraus stricken. Sehen so aus. Die hat mir die liebe Sonja mal gestrickt und zu Weihnachten geschenkt. Ich mochte sie noch gar nicht anziehen, aber so verstrickt sich die Araucania und im Tuch halt auch meliert. Und dieses Hell-Dunkel kommt daher, dass Handfärbungen ja immer mal ein bisschen schattieren und an der einen Stelle mehr und an der anderen Stelle weniger Farbe abbekommen. Im Shop haben wir die hier, Huasco Sock Hand Painted, momentan in diesen Farben. Das ändert sich ja immer mal ein bisschen, aber eigentlich sind alle Farben super schön. Und ihr könnt sogar noch eine andere Wolle nehmen, die ist fast genauso. Das ist die Indulgens Fingering, auch ein handbemaltes Sockengarn von KFE, von der Hauskollektion. Findet ihr auch im Shop und ich packe auch die Links unten in die Beschreibung. So, ich habe euch das Tuch gezeigt, ich habe euch die Wolle erklärt. Jetzt komme ich zur Anleitung. So. Hier nochmal einen Blick auf das Material und jetzt geht's los mit der Anleitung. So, ich sagte schon, wir haben ein Längsrippenmuster im unteren Tuchbereich, wir haben ein Querrippenmuster im oberen Tuchbereich und wir haben Randmaschen. Das Längsrippenmuster ist ganz simpel, zwei rechts, zwei links, immer wiederholen. Solange der erste Strang, ihr braucht ja zwei, solange der erste Strang reicht. Wenn der erste Strang aufgestrickt ist, wechselt ihr zum zweiten Strang und strickt im Querrippenmuster weiter. Es ist auch sehr einfach, ihr müsst euch merken, es wird über 4 Reihen gestrickt, die erste Reihe rechts, die zweite und dritte Reihe links,
und die vierte Reihe wieder rechts und das stets wiederholen. Und dann gibt es noch die Randmaschen und da wird die erste rechts abgehoben und die letzte rechts verschränkt gestrickt. Das ist nicht zwingend. Wenn euch diese Randmasche nicht gefällt oder ein bisschen schwer von der Hand geht, könntet ihr sie auch als Knötchen ranstricken und alle Maschen dann rechts stricken. Geht auch. Das tut dem Tuch überhaupt keinen Abbruch. So. Zu den Regeln gehört aber auch, dass im unteren Teil des Tuches über den gesamten ersten Strang zugenommen wird. Und zwar am Anfang jeder Hinreihe nach der zweiten Masche. Immer aus dem Querfaden. Das bedeutet, ihr strickt die Randmasche, ihr strickt eine Masche rechts und dann wird aus dem Querfaden eine Masche zugenommen. Und wenn ihr dann mit dem zweiten Strang anfangt, also mit dem Querrippenmuster auch, dann kommen die Abnahmen. Ebenfalls am Anfang jeder Hinreihe nach der zweiten Masche, ihr strickt also die Randmasche, ihr strickt eine Masche rechts und dann nehmt ihr eine Masche ab. Wie es geht, dazu komme ich jetzt. So, dann wird jetzt gestrickt. Ihr macht euch eine Anfangsschlinge. Und nehmt danach noch vier Maschen auf, sodass ihr fünf Maschen auf der Nadel habt. Jetzt kommt die erste Reihe, eine Rückreihe. Und merkt euch jetzt schon mal, die Reihen 1 bis 3 werden nur ein einziges Mal gestrickt. Sie sind nur für den Musteraufbau. Die Reihen 4 und 5, die werden dann stets wiederholt. So, ich stricke die erste Reihe, eine Rückreihe. Randmasche rechts abheben, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, Randmasche rechts verschränkt. Wenden. Jetzt kommt die zweite Reihe, die Hinreihe. Randmasche rechts abheben, eine Masche rechts, eine Masche links zunehmen aus, wir erinnern uns, dem Querfaden. Das heißt, ich steche hier runter, heb mir den Querfaden, verdreht auf die linke Nadel und stricke das links ab. Dann eine Masche links, eine Masche rechts, Randmasche rechts verschränkt. Wenden. Die dritte Reihe. Wieder eine Rückreihe. Randmasche rechts abheben. Eine Masche links, zwei Maschen rechts, eine Masche links, Randmasche rechts verschränkt. So, das war der Anfang des Musteraufbaus. Jetzt kommen die vierte Reihe und die fünfte Reihe und die werden immer wiederholt. Damit ihr mit den Randmaschen klarkommt, bietet es sich jetzt an, Maschmarkierer zwischenzuhängen. Denn die ersten beiden Maschen und die letzten beiden Maschen gehören nicht mit zum Muster dazu, sondern zum Rand. Teilt euch die also ab. Und das Rippenmuster, zwei rechts, zwei links, was dazwischen liegt, das bauen wir jetzt weiter auf. So. Die vierte Reihe, eine Masche rechts abheben, eine Masche rechts stricken. Jetzt hängt ihr euch einen Maschenmarkierer ein. So. Es kommt die Zunahme
aus dem Querfaden. Und wir wollen ja ein Rippenmuster, zwei rechts, zwei links. Und dann schaut ihr, was habt ihr hier vorliegen und was fehlt jetzt hier, um das Muster zu komplettieren. Hier sind zwei linke Maschen, das heißt, hier muss eine rechte hin. Die nehmt ihr aus dem Querfaden zu, rüber auf die linke Nadel, ruhig so ein bisschen ziehen, eine Masche rechts stricken, dann, wie sie erscheinen, links, links und hier einen Maschenmarkierer einhängen, um euch die beiden letzten Maschen abzutrennen. Rechts, Randmasche rechts verschränkt. So, das war die vierte Reihe, jetzt kommt die fünfte. Die fünfte ist wieder eine Rückreihe und die strickt ihr, wie sie erscheint, außer den Randmaschen. Also Randmasche rechts abheben, links, Maschenmarkierer rüber, rechts, rechts, links, Markierer rüber, links, rechts verschränkt. So, und diese vierte und fünfte wird jetzt ständig wiederholt. Randmasche rechts abheben, rechts stricken, Markierer rüber. Jetzt schaut ihr wieder, was fehlt euch hier für eine Masche, um auf ein 2 rechts, 2 links Rippenmuster zu kommen. Eine rechte. Das heißt, ihr nehmt aus dem Querfaden eine rechte Masche zu, strickt die nächste, wie sie erscheint. Also rechts, links, links, Markierer rüber, rechts, Randmasche rechts verschränkt. Die Rückreihe, alle Maschen stricken, wie sie erscheinen, Randmasche aber rechts abheben, links, Markierer rüber, rechts, rechts, links, links, Markierer rüber, ne, links, rechts verschränkt. So, das sind die beiden Wiederholungsreihen, von denen ich jetzt noch mal mehrere dran stricke, damit es auch breit genug ist, um euch gleich das zweite Muster zu zeigen. Und diese zwei Reihen strickt ihr, bis der erste Strang komplett aufgebraucht ist. So, hier nach dem Maschenmarkierer wird wieder eine Masche zugenommen. Was kommt jetzt hier hin, damit wir ein 2 rechts, 2 links Rippenmuster aufbauen? Genau, hier muss eine linke Masche hin. Also aus dem Querfaden, verdreht rüber, links abstricken und weiter stricken, wie die Maschen erscheinen. In der Rückreihe alle stricken, wie sie erscheinen. Die Rückreihen sind einfach, da braucht man nichts zunehmen. So, das ist schon der untere Teil des Tuchs mit den Längsrippen. So, hier schaue ich wieder, was fehlt. Eine linke Masche, Querfaden, verdrehen, links abstricken. Na, manchmal ein bisschen stramm, aber das könnt ihr euch einfach aufdehnen mit der Nadel, ruhig ein bisschen ziehen.
Die Sockenwolle hält das aus. Rechts, rechts, links, links. Markierer rüber, rechts, rechts verschränkt. Ach nee, abheben. So. Sieht vielleicht etwas komplizierter aus, als es ist. Aber wenn ihr den Anfang gemacht habt und das Rippenmuster sich langsam aufbaut, wird es immer einfacher. Und wie vorher schon gesagt, wenn euch das nervt mit den Randmaschen und ihr euch nicht merken könnt, wann soll ich abheben, wann soll ich stricken, dann strickt ihr einfach alle Randmaschen rechts. So, hier muss jetzt eine rechte Masche hin. Und dann geht es mit zwei links, zwei rechts weiter. Also das kann man wirklich locker vorm Fernseher stricken, wenn man die ersten Zentimeter hat, läuft das wie von selber. Ich stricke trotzdem noch etwas weiter, weil ich das Muster breit genug haben möchte, um euch die Querrippen richtig zeigen zu können. So, das heißt dann nämlich, zwei Reihen mache ich noch. Abheben rechts, Markierer rüber, eine rechts zunehmen, um das Rippmuster zu komplettieren. Und dann alle stricken, wie sie erscheinen. So, so. Und noch eine Rückreihe. Okay. Quatsch, verschränkt. Ich wollte den Rand strammer haben, deshalb. So. So baut sich das Muster auf. Hier am linken Rand laufen die Rippen gerade, da nehmt ihr ja nicht zu, und hier am rechten Rand kommen die Zunahmen und ihr bekommt eine Schräge. Sagen wir jetzt, ihr habt den ersten Strang aufgestrickt und seid hier angelangt. Dann nehmt ihr den zweiten Strang zur Hand und strickt weiter wie folgt. Nochmal eben zur Erinnerung. Die Querrippen gehen ja über vier Reihen. Eine Reihe rechts, zwei Reihen links, eine Reihe rechts. Und ihr müsst an die Abnahmen denken in jeder Hinreihe nach der zweiten Masche. Also an der gleichen Stelle, wo ihr jetzt bislang zugenommen habt, kommen nun Abnahmen. Und das Querrippenmuster. Und ich würde sagen, bevor ihr mit den Abnahmen anfangt, strickt ihr erstmal die vier Reihen des Querrippenmusters einmal. Und das mache ich jetzt. Also die Randmaschen bleiben. Eine Masche abheben, eine Masche rechts, Markierer rüber. Und die erste Reihe des Querrippenmusters, alle Maschen rechts. Markierer rüber, rechts, rechts verschränkt.
Es ist wieder so, dass die Maschen am Rand bleiben und das Muster, dieses Querrippenmuster, nur in der Mitte dazwischen gestrickt wird. Also rechts abheben, links stricken, Markierer rüber und jetzt kommt eine Reihe links. Das ist die zweite Reihe des Querrippenmusters. Und nun kommt die dritte Reihe des Querrippenmusters. Randmasche, rechts, Markierer rüber. Die dritte Reihe wird alle Maschen links gestrickt. Zwischen den Maschenmarkierern. Und jetzt kommt die vierte Reihe des Querrippenmusters. Die wird wieder rechts gestrickt. So. Diese vier Reihen müsst ihr euch fürs Querrippenmuster merken. Eins rechts, zwei links. Eine rechts und diese vier Reihen stets wiederholen. So, jetzt habe ich dieses Querrippenmuster einmal gestrickt über vier Reihen. Jetzt fange ich an mit den Abnahmen. Ich hebe die Randmasche wieder ab, stricke die erste Masche rechts, schiebe. So, jetzt kommt der Maschenmarkierer rüber. Und die erste Abnahme kommt. Jetzt überlege ich mir, in welcher Reihe bin ich? Ah, okay, ich bin im Querrippenmuster in der ersten Reihe. Die soll rechts gestrickt werden. Also mache ich eine rechte Abnahme, indem ich die beiden rechts zusammenstricke. Und dann die Reihe rechts beende bis zum Maschenmarkierer. Markierer rüber. Rechts, rechts verschränkt, wenden. Zweite Reihe des Querrippenmusters wird ja links gestrickt. Es kommen auch keine Abnahmen, also stricke ich die Reihe einfach links durch. So, jetzt kommt die dritte. Oh, Mist. Die dritte Reihe des Querrippenmusters. Ich bin wieder am Anfang einer Hinreihe, also kommt eine Abnahme. Jetzt überlege ich mir, ich muss alle Maschen links stricken, also mache ich die Abnahme auch links und stricke zwei Maschen links zusammen. So, und das ist schon alles, was ihr euch merken müsst. Kommt die vierte Reihe, nee, einfach nur abheben, alle Maschen rechts. So, und das macht ihr so lange, bis euer zweiter Strang aufgestrickt ist, beziehungsweise die Maschen aufgebraucht sind. Und wenn ihr dann noch, ach, das ist eigentlich im Grunde nicht ganz so wichtig. Wenn ihr noch 4, 5, 6 oder auch 10 oder 6 Maschen auf der Nadel habt, könnt ihr die ganz normal abketten, Fäden vernähen und fertig. Jetzt seht ihr hier vielleicht schon ein bisschen, dass sich das Querrippenmuster strammer zusammenzieht als das Längsrippenmuster und es hier so ein bisschen so eine Welle ergibt, so einen Bogen. Das liegt daran, dass sich die Muster unterschiedlich verhalten. Ich kann es euch auch noch mal hier zeigen. Das Foto hat mir
Nicole zur Verfügung gestellt. Die hatte nämlich genau diese Frage. Beim Übergang von Längs- zu Querrippe zieht sich das Längsrippenmuster sehr, sehr zusammen und das Querrippenmuster dehnt sich in die Breite aus. Soll das so sein, dass sich das so wellt? Ja, gewissermaßen schon. Denn das lässt sich einfach nicht vermeiden, wenn man unterschiedliche Muster aneinander fügt, die sich unterschiedlich verhalten. Aber ihr seht es hier bei meinem Tuch. Ich habe das später gedämpft, also einfach aufs Bügelbrett gelegt, Dampf drauf gegeben und das Längsrippenmuster in die Breite gezogen, sodass es sich an das Querrippenmuster angleicht. Also wenn sich das so ein bisschen wellt und nicht ganz exakt auf die gleiche Breite kommt, das stört keinen großen Geist. Es lässt sich trotzdem schön wickeln und schlingen. Aber so ein bisschen Dampf drauf, bisschen in die Breite ziehen, erkalten lassen ist ganz wichtig dabei. Und dann passt das. So, ich bin am Ende angelangt. Ich habe alles erklärt, was wichtig ist. Fragen bitte in die Kommentare und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Sage tschö, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!